Guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Film-Vlogs. Heute sprechen wir über den Meilenstein der Kinogeschichte, die eins der bekanntesten Spiele der Welt verfilmt hat. Battleship. Ich habe den Film noch nicht gesehen, das ist nur die Vorerwartung. Und ich erwarte den schlechtesten Film in meinem ganzen Leben und deswegen unglaublich gute Unterhaltung. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Der Rest wird der Film zeigen. Battleship. Ja, von allem, was wir bisher gesehen haben, habe ich die Vermutung, dass dieser Film nicht nur unheimlich schlecht werden wird. Also wir reden hier von Transformers schlecht. Sondern, dass ich mich auch fürchterlich über diesen Film heute aufregen werde. Darum gehe ich ins Kino. Filmst du? Ausgezeichnet. Ja, wir haben den Film jetzt hinter uns. Er war nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte, muss ich sagen. Er hat mich unterhalten, das hat er auf jeden Fall geschafft. Gut, das war mir von vornherein klar, aber er hat mich besser unterhalten, als ich dachte. Nichtsdestotrotz ist der Film völliger Blödsinn, wenn nicht sogar scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben die Story, haben wir ja vorher noch gar nicht zusammengefasst. Fange ich damit an. Ja, fangen wir mit der Story an. Die Story ist, die US Navy spielt Schiffe versenken mit irgendwelchen Außerirdischen vom ominösen Planeten G. Das ist der Name, der von diesem Film direkt am Anfang etabliert wird. Das heißt, der Planet heißt G. Ja, und es ist Schiffe versenken. Die Story ist nur eine halbherzige Begründung, um in einem Film Schiffe versenken zu spielen. Und zwar im großen Stil. Und um ein altes Zweites Weltkriegsschiff wieder in den Dienst zu bringen. Und mit ihm Schiffe versenken zu spielen. Am Ende, oh, Spoiler, die Aliens werden versenkt. Ja, das war die Inhaltszusammenfassung. Oder habe ich was Wichtiges an Plotpunkten vergessen? Das Fußballspiel am Anfang, in dem irgendwelche Feindschaften etabliert werden, die nicht lange Bestand haben. Ja. Also Story braucht man in diesem Film nicht großartig. Nein, also es ist im Großen und Ganzen eine Materialschlacht, würde ich sagen. Ja. Also. Willst du noch was sagen jetzt, ja, wenn ich darüber klar werde, was ich mir sagen will? Ich habe nur eine ganze Menge zu sagen. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wirklich. Weil, also, das Ganze ist von, basiert auf der Marke Schiffe versenken von Hasbro dann halt. Also dem alten Spiel, was wir eigentlich immer noch mit Stift und Papier gespielt haben, was Hasbro allerdings auch als kleine Plastikbausätze verkauft und sowas. Plastikbausätze, nein, als Plastikspielzeug verkauft. Und sie versuchen halt den gleichen Erfolg aufzubauen, den sie auch mit Transformers aufgebaut haben, wenn man es denn einen Erfolg nennen kann. Finanziell auf jeden Fall. Und das Kino war auch recht gut besucht. Kann mir vorstellen, dass es einen ähnlichen Erfolg denen beschert. Und eine kleine Nachabspannsequenz bereitet bereits auf einen Nachfolger vor. Und wir sind übrigens die Einzigen, die diese Nachabspannsequenz gesehen haben. Genau, ja, weil sonst niemand drin bleibt. Denn, wie jeder weiß, Battleship will return in the Avengers. Aber gut, genug zurück zum Film. Wie ist es erstaunlich, was man für Parallelen zwischen Battleship und Transformers jetzt auch ziehen kann. Also ganz abgesehen vom Look, der ziemlich ähnlich ist, hin zu der Sponsorung durch das US-Militär. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich gesponsert wurde. Doch, so viele Namen wieder am Ende von US-Militärs in Abspann vorkamen. Darauf habe ich nicht geachtet. Aber das Ding ist quasi Top Gun für die Navy. Es ist ein einziger Werbefilm für die US Navy wirklich, um neue Rekruten anzulocken. Es gibt eine ganze Sequenz, wo die Flotte hinaus aufs Meer fährt beim Flottenmanöver und die einzelnen Schiffe noch unten groß mit Namenseinblendungen dann halt in wunderschönen Kamerarundfahrten gezeigt werden und sowas in ihrer ganzen, sag ich jetzt mal, phallozentrischen Pracht einfach so. Nein, wollen wir den jetzt nicht zu sehr in die Analyse da reingehen, aber wirklich,
Und wo ich schon teilweise echt schlucken muss und dann so denke so, okay, welche Wirkung könnte das jetzt auf einen Teenie haben irgendwie, ne? Zumal es ist natürlich so, dass die Militärs erstmal ihren Arsch getreten bekommen, aber später dann natürlich zurückschlagen und die Aliens besiegen mit Erfindungsgeist und Kameradschaft und mit Veteranen, vor allem mit Veteranen. Genau, und mit Zweiten Weltkriegsveteranen halt noch. Also mit der The Greatest Generation, glaube ich, ist die Weltkriegsgeneration, glaube ich, in den USA genannt. Also die letzte Generation, die was zustande gekriegt hat, so bezeichnet sich diese immer gerne. Ich weiß, und niemand hat das Recht, sie noch um irgendetwas zu bitten. Aber ich werde sie jetzt darum bitten, mir zu helfen. Ja, genau. Oh Gott. Was gibt es noch an Besonderheiten? Was positiv im Vergleich zu Transformers ist, ist, dass wir nicht erstmal eine glatte Stunde lang Shia LaBeouf beim Herumarschen zusehen müssen, dann wirklich. Dieser Film hat wirklich eine Struktur. Im Gegensatz zu ich habe als letztes Transformer 3 gesehen von den drei Michael Bay-Machwerken. Und da war es so, dass die erste Stunde irgendwie ein blöder Aufbau ist und sowas. Und dann die letzte anderthalb Stunde Materialschlacht oder sowas. Hier ist alles einigermaßen gut und sogar mit einer annähernden Struktur verwoben miteinander. Also man kann fast alles nachvollziehen. Bis auf die Motive der Aliens zum Beispiel. Und es gibt sehr viele Ungereimtheiten. Zum Beispiel haben die Aliens erstmal, also ich persönlich, ich verstehe von Waffen wenig, aber ich glaube, dass Waffensysteme, die in einem hohen Bogen feuern, nicht gerade die praktischsten sind. Ich bin mir da nicht wirklich sicher dann halt. Aber die Aliens schießen auch wahrscheinlich, um halt ein wenig an das alte Spiel von Hasbro zu erinnern. Im Spiel steckt man in diese kleinen Plastikschiffe so gelbe oder rote Nupsis, also sag ich jetzt mal, so kleine Stecker rein dann halt. Und die Waffen, die Projektilwaffen der Aliens, die haben genau diese Form. Bohren sich oben ins Schiffsdeck rein und explodieren dann halt. Also, aber das ist das Prinzip von Artillerie, das macht schon Sinn. Dass man im Bogen schießt und das die weite Distanz halt so, aber ich meine, die Aliens, die haben ja überhaupt keine Nahkampfangriffswaffe irgendwie oder sowas halt so. Über diese kurze Entfernung, glaube ich, ist eine Waffe, die keinen Bogen nimmt, viel sinnvoller dann. Es ist schneller, aber es ist nicht effektiver. Okay. Weil vor allen Dingen von oben sind die Ziele grundsätzlich schlechter gepanzert, von daher ist das nicht so doof. Gut. Zweiter Punkt, die Aliens haben so riesige, schreiende Metallzahnräderbälle irgendwie, die aus so, keine Ahnung, die sehen aus. Ich musste an diese Kreisel denken, dieses Spiel da. Ja, ja. Beyblade oder so ähnlich. Ja, ja, sowas. Daran hat mich das erinnert. Genau, also so bestimmt auch von Hasbro. Kreisel, die quasi auf ihrer Seite rollen dann halt und auch einigermaßen intelligent sind, in Anführungsstrichen, und bewusst Ziele suchen können. Und da so Ungereimtheiten. Ein Teil braucht unheimlich lange dann, um innerhalb eines Schiffes dann durch die Tür durchzubrechen dann so. Aber in irgendwie zwei Einstellungen später sehen wir, wie einer dieser Bälle die gesamte Schiffsseite, die ja eigentlich viel dicker gepanzert sein müsste, einmal eben durchfräst, so wie so ein Flex, so eben ganz wie durch Butter fast schon irgendwie so. Kann ich mir auch nicht ganz erklären dann halt so irgendwie. Aber das sind halt Details erstmal sowas. Dieser Film ist insgesamt sehr nach der Rule of Cool gegangen, weil im einen Moment haben Dinge nicht funktioniert, die im anderen funktioniert haben. Genau. Die Logik war nicht da. Also es war einfach das, wurde das gemacht, was cool aussieht. Grundsätzlich bei allem. Ja. Oh, Polizei. Ja, dann. Sie fangen uns. Schnell. In die Richtung kommst du nicht weit. Sie kriegen mich nie, auch wenn ich ins Wasser springe. Ja, auf jeden Fall. Komm echt zu uns, ja? Ja, kann gut sein, ne, irgendwie. Aber die gut, fragen sich bestimmt, was wir hier machen. Wir fahren nur Streife irgendwie so. Ja, wir drehen Porno natürlich. Natürlich, das wäre meine Begründung gewesen, wenn Sie fragen. Auf jeden Fall, trotzdem insgesamt die Story recht, recht konsistent, sagen wir jetzt mal so. Und
dann fangen allerdings die wirklichen Probleme wirklich an. Die Dialoge, also zwei Drehbuchautoren haben dran geschrieben und ich behaupte, das hat kein Drehbuchautor geschrieben, sondern das haben zwei erwachsene Männer betrunken mit Fingerfarbe auf einen großen Flipchart drauf gemalt einfach. Die Szenen dann halt so. Also ich kann mir nicht erklären, wie man... Oder die andere Möglichkeit ist, dass man es einfach aus dem Hollywood-Standardbuch für markige Filmsätze oder sowas rausgekopiert hat einfach. Sowas gibt irgendwie so die heilige Bibel, wo sämtliche Filmdialoge drinstehen. Es ist teilweise, was man dazu hören kriegt, bestimmt die Hälfte des Films ist Exposition, die durch die Dialoge erklärt wird dann halt sowas. Exposition heißt Erklärung für... Umstände, die im Film passieren. Film ist aber ein visuelles Medium, das heißt, man sollte sehen, was passiert und es nicht erklärt bekommen. Und das... Die schlimmste Form von Exposition ist ja, wenn sie den Leuten im Film, die wissen, was passiert, genau, erklären, was passiert. Wenn man das in halbwegs sinnvoll einwebt und Leute einführt, die das auch im Film nicht kennen, macht das Sinn. Ja. Es ist also gleich zu Anfang eine Sequenz, wo irgendwie Leute von der NASA erklärt bekommen, was ihr Job ist. Genau, was ein Planet in der habitablen Zone ist. Nämlich ein Planet, der weder zu nah an einer Sonne ist, noch zu weit entfernt von einer Sonne. Also genau die richtige Temperatur dann hat durch den richtigen Abstand zur Sonne halt, zum Stern quasi, den er umrundet. Und das kriegen NASA-Leute von ihrem Vorgesetzten zu erklären. So. Und ich würde da sitzen so, wo sind wir hier? Astronomie, ich mein, Führungskurs oder sowas? Einer saß da ja wirklich so. Der hat ja wirklich die ganze Zeit, wenn er so erklärt hat, da gesessen. So. Oh. Weil, echt? Der hat das wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen können. Weil, diese Erklärung ging noch weiter. Es ging dann darum, dass die ein Kommunikationssystem bauen, was die Aliens überhaupt erst angelockt hat. Ja. Dieses Kommunikationssystem halte ich gut gemacht, das Wissenschaft. Dämlichste Projekt überhaupt, weil sie wollten ein Signal senden, was stärker ist als alle anderen Signale. Ja. Wir bauen drei Satellitenschüsseln, die einen Laser auf einen Satelliten scheuern und dieser Satellit feuert den Laser irgendwo ins Weltall, beziehungsweise zum ominösen Planeten G. Das Ganze sieht aus wie ein gewaltiger Todessternlaser. Ja. Einfach so. Und ich habe so gleich so gedacht, so, ja gut, so kommunizieren wir, indem wir ihren Planeten sprengen. Ja, eben. Kein Wunder, dass wir ankommen und uns anzugreifen, wenn wir mit einem fetten Laser auf die feuern. Die müssen sich ganz schön, vor allem lernen wir später, die sind allergisch gegen Sonnenlicht oder sowas dann ja, halt so. Und dann kommen wir mit Lichtnachrichten. Das war klasse. dieser Laser, so funktioniert er nicht. Zwischendurch später wird die Nachricht von den Aliens, die wollen diesen Laser später nutzen, um Verstärkung zu holen. Mhm. Wir alle wissen, Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Trotzdem schaffen die Geschütze der USS Missouri, die extra für diese Mission reaktiviert wurde, es kurz bevor der Laser den Satelliten erreicht hat, die Station zu zerstören. Frag mich nicht wie. Ja, echt. Es ist also, es macht nicht richtig viel Sinn. Es macht, eigentlich macht nichts in diesem Film Sinn. Wie gesagt, diese Aliens verschonen wahllos Leute, ja, nur um den Plot voranzutreiben. Weil im Grunde wäre der Film in den ersten 10 Minuten, na 20 Minuten waren es vielleicht schon, zu Ende gewesen, weil einfach alle Schiffe versenkt wurden. Aber aus irgendeinem Grund wird das Schiff mit unserem Helden verschont. Ja, die Aliens, die greifen nichts an, was keine Bedrohung für sie darstellt. So glaube ich mal, ja, ist das so irgendwie so. Erst wenn sie angegriffen werden, dann... Das ist richtig, aber sie vergessen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, dass die einen gerade auf sie geschossen haben und die Bedrohung ist weg. Das hat man auch sehr schön in dem Generatorraum gesehen. Der eine Typ greift ihn da dreimal an. Genau. Ja. Das ist zum Beispiel, da kann ich mir nicht erklären, wie das jemand ernsthaft geschrieben haben kann, wirklich und sowas. Also ich als Zuschauer kauf das einfach nicht ab. Ich bin der Meinung, das ist wirklich, das sieht cool aus, das machen wir. Wie machen wir das? Die dreht sich weg. Ja, das gebe ich, das nehme ich, das ist eine gute Idee. Ich sollte auch Hollywood-Drehbuchautor werden. Ich glaube, ich werde tolle Filme machen. Ja. Welches Spiel kann man... Oh, ich habe jetzt gesehen, es gibt Star Trek Catan. Die Siedler von Catan, Star Trek. Also ich habe das nur im Display von einem Spielzeugladen gesehen. Gucke ich mir demnächst mal an. Also, lass uns Skat verfilmen. Nimm die Kamera und halt's Maul. Ich halte das für einen großen Blockbuster, ja? Es gibt so viele Kartenspielfilme schon wirklich. Sagt dem Maverick was? Nein.
mit Mel Gibson und Goldie Hawn. Nein. Geht sich auch um ein Pokerturnier oder so. Ich will mir nicht, ich will ja kein Pokerturnier verfilmen, ich will das Spiel verfilmen. Wie der Herzbube im Kampf gegen den Kreuzbuben unterlegen ist. Hoffentlich hört niemand von Hasbro gerade zu. Ja, das Gute ist, dass Kartenspiele, glaube ich, weniger von Hasbro vertrieben werden. Egal. Bring die Leute nicht auf Ideen hier oder sowas. Wenn es nächste Woche Trailer dazu gibt, ich möchte Tantiemen haben. Ja, echt. Gehen wir weiter. Weitere Probleme. Unter den US Marines will sich jemand einen kleinen Karriereschub verdienen, nämlich Rihanna, die Popsängerin und sowas. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es um Popmusik geht, kann ich Rihanna durchaus tolerieren und finde es sogar zeitweise, wenn es so auf der Arbeit läuft, sogar richtig okay eigentlich sowas. Macht Stimme und sowas und ja, ist halt flach und nicht besonders einfallsreich, aber es geht halt und sowas. Aber das Problem ist einfach, dass man ihr die US-Soldaten überhaupt nicht abnimmt, einfach. Also, eine Freundin hat mir erzählt, dass die wohl ein extra Training auch noch gehabt haben soll für den Film und sowas alles und da richtig an ihre Grenzen gegangen ist. Ich ganz im Ernst, also sie steht zwischendurch, beziehungsweise zu Anfang bei der Entdeckung der Aliens oder so, steht sie am Boot und feuert wie wild mit so einer Minigun dann halt auf dieses riesige Schiff und sowas und schreit, das wirkt einfach nur lächerlich. Also das ist... Eine der unglaubwürdigsten Szenen war, als sie nachher, als die... Kamera, ja, ja, klar. Als die... Also wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, dass die ein altes Zweites Weltkriegs Schlachtschiff wieder reaktivieren, weil die einfach nichts anderes mehr haben. Auf diesem Schiff stehen erstmal jede Menge Veteranen, weil keiner von den Marines oder Marinesoldaten weiß, wie man das Schiff mal bedient. Stehen sie da alle so, als hätten sie nur auf den Tag gewartet, an dem jemand kommt und sagt, wir brauchen euch und euer Schiff. Sie stehen auch irgendwie an ganz und ja, stellen die auf stehen Schiff irgendwo auf dem Radarmast oben rum und stehen einfach cool rum. Also die Szenen sind cool. Inszenierung her auf jeden Fall, inhaftlich nicht. Es macht keinen Sinn, wirklich. Aber wie gesagt, diese Veteranen und dann helfen die nachher das Schiff zu bedienen und die Besatzung von dem anderen Schiff, also die, nennen sie mal die modernen Marinesoldaten, die mit der alten Technik nicht klarkommen, unterstützen sie dabei. Und dann kommt Rihanna, die ist Waffenleit, keine Ahnung, ich glaube, Gunnery Sergeant, irgendwas, ist auch völlig egal, was sie war. Und jetzt kommt sie da rein zu zwei alten Kerlen. Und dann, ich dachte, jetzt kommt ein dummer Spruch und die fliegt raus. Das wäre das einzig Glaubwürdige gewesen bei diesen alten Zweiten Weltkriegsveteranen, die niemals eine Frau auf ihrem Schiff akzeptieren, noch ihre Unterstützung annehmen beim Bedienen der Kanonen. Ja, echt. Haben sie aber gemacht. Ja, also... Also, Rihanna als Soldatin ist einfach durch und durch unglaubwürdig. Das passt einfach nicht. Und ich glaube, ich weiß was, sie wollten, glaube ich, diesen Vasquez-Typ aus Aliens. Ich glaube, den wollten sie erreichen, aber... Optisch waren da auch Parallelen. Ja, ich habe mich daran erinnert. Kürzere Haare, aber... Ja. Ganz im Ernst jetzt, also... sie schafft das echt nicht. Also, tut mir leid. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie wirklich... vielleicht das geschafft hätte, hätte mich überrascht positiv dann halt, aber ja, so ist es nicht. Liam Neeson ist auch überraschend wenig drin eigentlich in dem Film, hat aber coole Sätze eigentlich. Er wird ziemlich schnell aus dem Film rauskatapultiert durch die, ich nenne sie mal magische Barriere, weil diese Parallele zu Gosling musste ich einfach ziehen, weil es war eine blaue Kuppel, die um das Kampffeld gezogen wurde, in dem Fall kam nichts rein und nichts raus. Ja. Und Liam Neeson war außerhalb und durfte den ganzen Film eigentlich nur zusehen, was passiert. Und dann irgendwann am Ende stürzt die Barriere auf einmal ein. Ich will alle Flugzeuge in der Luft haben! Jetzt! Genau. Und dann rettet die Luftwaffe, nein, sind immer noch die Marine, aber die Flugzeuge der Marine retten den Tag. Genau. Ja. Und am Ende darf er dann noch Orden verteilen und den Hauptcharakter mit seiner Tochter vermählen. Ja. Was so der Sinn des Films war, eigentlich so. Naja. Das war der Kern des Films. der Film fing ja auch damit an, dass unser Hauptcharakter, dessen Namen Hopper, Vornamen habe ich keine Ahnung. Ja, Hopper. Ich habe die ganze Zeit wirklich Topper Harley verstanden und nicht am Hopper. Ich glaube, das war auch bewusst, dass sie das ähnlich klang. Na, weiß ich nicht, ob das bewusst war. Ich finde, das gibt denen zu viel Credits. Okay, das war völlig dämlicher Fehler von ihnen. Ja. Jedenfalls am Anfang, der Typ wollte nie zum Militär. Sein Bruder war schon zu dem Zeitpunkt Kapitän von einem Schiff oder so. Mhm.
Und dann sitzen die beiden zusammen in der Bar. Dass sie das ähnlich. Und der will ein Mädchen weiß ich nicht, ob das bewusst war. Das, ich finde, das gibt denen zu viel Credit, sag ich jetzt mal. Okay, das war ein völlig dämlicher Fehler von ihnen. Ja. Jedenfalls am Anfang, der Typ wollte nie zum Militär. Sein Bruder war schon zu dem Zeitpunkt Kapitän von einem Schiff oder so. Mhm. Und dann sitzen die beiden zusammen in der Bar. Und er will ein Mädchen beeindrucken, was sich später als Tochter von diesem Admiral herausstellt. Mhm. Wie macht er das? Er bricht in einen Supermarkt gegenüber ein, um dort ein Chicken Burrito zu klauen. Er wird von Polizisten zu Boden getasert, aber erreicht über letzter Kraft den Burrito. Sie ist beeindruckt und wird seine Freundin. Sein Bruder sagt, du brauchst einen Job, du kommst zu mir zur Marine. Ja, so geht der Film los. Ja. Das war die dämlichste Einstellung in deine... Da fangen die Unglaubwürdigkeiten schon an. Das war einfach nur, wir müssen diesen Typen irgendwie zur Marine kriegen und die müssen den Crew machen. Das war einfach Mist. Genau, vorher ist er ein Loser, bei der Marine ist er jemand. Ja. Und er ist so ein bisschen die Loose Cannon, so. Er hält sich nicht so richtig an Regeln und sowas. Also ist so ein bisschen wie Martin Riggs irgendwie. Das war so, irgendwann ist er der höchstrangige Offizier auf diesem Schiff. Mhm. Was bedeutet, dass auf diesem Schiff nur zwei andere Offiziere gedient haben. Ich weiß nicht, wie das bei der US Navy ist. Ich halte es ein bisschen unwahrscheinlich, aber ist ja auch egal. Und dann steht der Steuermann da. Geben Sie mir Befehle, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann gibt er einen Befehl, der völlig hirnrissig war. Greifen wir an. Und auf einmal sind wir, der Typ, der eben noch ohne Befehle nicht lebensfähig war oder den Eindruck gemacht hat, das können wir nicht tun. Nein, nein. Ja, und redet ihm das wieder aus. Das war völlig inkonsistent. Ja. Und wenn ein anderer Charakter ihn in Frage gestellt hätte, hätte ich mitleben können. Ja, aber dieser Typ wurde so etabliert als ein hirnloser Soldat, der nur Befehle befolgen kann. Er hat wirklich in der Szene den Eindruck gemacht, er wüsste nicht mehr, wie man atmet, wenn ihn das kein Offizier vorher befohlen hat. Ja, echt. Und dann stellt er auf einmal diesen Befehl, der wirklich hirnrissig war, aber das hat nicht zum Charakter gepasst. Überhaupt sind die anderen Charaktere, also vielleicht noch der Japaner aber als Ausnahme, aber ansonsten sind die eigentlich recht blass eigentlich. Nein, die Japaner waren. Die Japaner waren nee, stimmt, mit denen das war, unterwegs. Ja, ja. Das war, ja. Ich bin Japan gegen USA war das Fußballspiel. Ja, ich weiß, das kann man ja leicht nein, nein, verwechseln. Nein, 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 nein. Ich weiß, warum, weil ihr zwischendurch... Boom, jetzt mit Rassismus. Sun Tzu, die Kunst des Krieges, wurde in diesem Film öfter erwähnt. Und da hat er den darauf hingewiesen, das ist ein chinesisches Buch. Deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, ja, weil Taylor Kitsch, also der Protagonist, angenommen hatte... Ja, ich... Schauspieler, der Name ist mir nur aufgefallen, weil der Kitsch heißt mit Nachnamen. Ja. Also John Carter hat quasi gesagt so ein Kunst des Krieges ergibt keinen Sinn und sowas. Gelesen, und wollte ihn wohl damit beleidigen auch ein bisschen, so, also ein bisschen provozieren dann halt so. Wusste aber nicht, dass das ein chinesisches Buch ist und der andere Admiral halt Japaner ist und sowas. Und das den überhaupt nicht kratzt deshalb und so. Am Ende übrigens... kommt er nochmal auf dieses Buch zurückzusprechen? Ja. Jetzt hat's Klick gemacht. Jetzt hat's Klick gemacht. Den Feind double kämpfen, wie das Wasser sein, den Feind double kämpfen, wo er nicht ist. Das heißt es nicht. Ja. Und gut so ist. Das meine ich halt. Fingerfarben, ne? Ja. Also einfach ein paar bunte Zehen aufgemalt, glaube ich. Das war wirklich nur eine Aneinanderreihung von Zehen. Auch dieser eine Typ, das war wieder der Typ, der vorher ohne Befehl leben konnte. Zwischendurch haben sie einen Alien gefangen und seinen Helm. Geklaut und dann steht er auf dem Deck und guckt den Helm an, guckt in die Sonne, setzt den Helm auf, guckt in die Sonne, setzt den Helm auf, guckt in die Sonne und dann hat er rausgefunden, sie haben genau solche Augen wie mein Gecko, was auch immer eine Eidechse das war, sie können kein Sonnenlicht ab, ja. Das war die große Enthüllung des Films, das war die Geheimwaffe gegen die Aliens, denn das große Schlachtschiff der Aliens wird wie versenkt. Mit einem M82 Scharfschützengewehr zerschießen sie die Windschutzscheibe und das Sonnenlicht blendet die komplette Führung dieses Schiffes. Ja, echt. Ich weiß, dass es ein sehr starkes Gewehr ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Windschutzscheiben so instabil sind. Ja. Weil es ist ein Schiff, was durch den Weltraum geflogen ist. Und ein kleines Loch in der Scheibe wird die Besatzung, glaube ich, nicht so blenden, dass sie auf einmal nichts mehr sieht. Mhm. Aber the plot says so. The plot says so, genau. Ja. The plot must go on. Wollen wir noch irgendwas sagen oder wollen wir zu den Trailern kommen? Also noch, ich habe noch eigentlich so eine Sache zu sagen. Ich habe die ganze Zeit drauf gehofft, dass irgendwo ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg auftaucht und Jürgen Prochnow rausguckt oder Kevin Costner auf seinem Floß irgendwo vorbeifährt. Das not so yet, Comrades, not yet. Das wäre irgendwie voll lustig gewesen, aber ja gut. Das hat es der gibt Film nicht, uns nicht gegönnt. Ja, es gibt nicht so viel...
Ich habe noch ein bisschen was zu der Alien-Obduktion quasi, also, was ja keine richtige Obduktion ist, also... Das schiebe ich ein bisschen vielleicht, also entweder ist es die Blödheit eines Soldaten, so was ich nicht unterstellen möchte, auf keinen Fall oder sowas, oder ist es generell menschliche Blödheit, einfach sowas. Da haben sie eine vermeintliche Leiche der Aliens gefunden und sowas, natürlich stellt es sich heraus, dass er lebt, dann so Überraschung! Und völlig ohne jeden Schutz und alles stehen sie alle mit einem Abstand von nicht mal 50 cm drumherum, wirklich. Und John Carter kniet am Kopf und ohne jeglichen Schutz wieder. Und dabei ist er auch noch gerade auf dem Schiff der ranghöchste Offizier. Also, abgesehen von dem Japaner, der ihm übrigens hilft. Ja genau, er hat das Kommando gerade über das Schiff. Das fand ich sowieso seltsam. Er war der Typ, der in diesem Stoßtrupp, der das Schiff nachher abgesucht hat, war der Typ, der ganz vorne ist, war er. Kein Mensch hat das Schiff geführt, obwohl die Soldaten ja eben ohne ihn auch nichts machen konnten. Genau, eben. Und das ist, er bringt sich da in Gefahr dann halt und sowas, weil er nicht weiß, womit er es zu tun hat und sowas, und nimmt einfach den Helm ab und sowas alles. Er weiß doch überhaupt nicht, also ich denke jetzt an Alien, Säureblut oder sowas. Was kommt da jetzt rausgeschossen oder sowas alles, ne? Was ist, wenn der Ätzende Haut hat oder was auch immer, oder explodiert, wenn er mit Luft in Berührung kommt oder so ein Scheiß oder sowas einfach. All das ist überhaupt... Aber er hat ja Glück gehabt. Nehmen wir mal den Helm ab, gucken, was drunter ist. Dann. Und dann spritzt irgendwas raus, was sich, glaube ich, als Wasser herausgestellt hat, weil das ja Wasser-Aliens waren. Ja, genau. Fischmenschen irgendwie. Fischmenschen. Weiß ich nicht. Aber sie haben die Situation unter Kontrolle gekriegt, bis die Space Marines kommen und den Alien retten. Ja, die Fischmenschen sind Space Marines, weil sie alle solche... wer Dead Space gespielt hat, weiß ungefähr, wie diese Anzüge von denen aussehen. Halt, bis der neben mir saß, hat das dauernd mit Halo verglichen und ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Master Chief war auf jeden Fall da. Wie gesagt, also den Alien, den sie obduziert in Anführungsstrichen hatten, die Rüstung, die hat mich verdammt an Isaac Clarks. Ja, die hatten sehr klobige Rüstungen und teilweise sehr filigran, will ich nicht sagen, aber feinere. Vielleicht waren das verschiedene Dienstgrade, ist ja auch völlig egal. Ich glaube, da hat sich auch keiner so viel bei gedacht. Auf jeden Fall, das hat mich so persönlich irgendwie so... Ne? Aber gut, wie gesagt, in diesem Film macht nichts Sinn. Ich gebe vielleicht jetzt mal meine abschließende Meinung, dann nehmen wir deine nochmal weiter dann. Und also, das Ganze ist ein Werbefilm für die Navy. Ivan et Mioj. Ich glaube, das ist sehr schwierig, das anders zu sehen, wirklich. Das Ding ist allerdings, dass ich bin mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass dies einer der schlechtesten Filme des Jahres wird. Und der Film ist schlecht geschrieben, schlecht gespielt, also beziehungsweise nicht schlecht gespielt, sondern langweilig gespielt und irgendwie ohne wirklich... Die einzige Performance, die wirklich im Hirn bleibt, ist einfach Liam Neeson dann. Obwohl der wirklich kaum auftritt, aber er ist einfach ein guter Schauspieler. Die Effekte sind okay, wirklich, ansehnlich dann halt. Es gibt einige praktische Effekte, also es ist nicht so, dass jetzt alles jetzt computeranimiert ist oder sowas, sondern man sieht auch wirklich einige echte Props dann halt, was ich sehr, sehr toll fand. Es gibt viele Dinge, die einfach keinen Sinn machen. Trotzdem, im Gegensatz zu Ghost Rider 2, den wir ja auch gesehen haben dieses Jahr und der bis jetzt auf der Liste des schlechtesten Filmes stand dieses Jahr, ist der Film unterhaltsam. Also wenn man sein Hirn ausschaltet und sich da hinsetzt und einfach nur leuchtende Farben sehen möchte, sage ich jetzt mal, und irgendwelche visuellen Reize aufnehmen möchte, hält einen der Film mal Stange, wirklich. Anders als Ghost Rider 2, der zwischendurch extrem langweilig ist, einfach nur. Also selbst in seinen Action-Szenen, was schon extrem traurig ist eigentlich sowas, ne? Aber ich bin überrascht darüber, dass er halt besser als Transformers ist, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, meine Messlatte war extrem weit unten halt, ne? Und würde ihn allerdings eher für einen Videothekenabend empfehlen, sag ich jetzt mal so. Ausleihen und gut ist. Wir haben 10 Euro bezahlt, jeder, was eigentlich recht viel ist. Also, lieber in der Videothek eben für 2,50 oder sowas eben ausleihen. Oder vielleicht mal in 10 Jahren auf dem Flohmarkt irgendwie abgreifen für 50 Cent oder sowas. Ja, das wäre meine Meinung zu dem Film. Ah, ah.
kommen wir zu meiner Meinung. Meine Erwartungshaltung war, dass dieser Film mich unterhält. Ich habe von Anfang an einen Film erwartet, der einfach im Grunde so war, wie er jetzt war. Er war noch eine deutliche Spur dämlicher, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Aber ich glaube, gerade das hat ihn noch ein bisschen unterhaltsamer gemacht, weil man sich über diese Doofheit einfach amüsieren konnte. Der Film macht Spaß und Christoph hat schon recht, das ist was, was man sich an einem Abend ausleiht, ansieht, ein paar Bier dazu trinkt, dann wird es bestimmt noch lustiger. Ja. Dann hat man seinen Spaß mit diesem Film. Also ich würde ihn, obwohl er sah auf der großen Leinwand echt gut aus, aber er ist das Geld nicht wert. Nee, absolut aber es nicht. Ist nicht der schlechteste Film des Jahres, es ist ein Film, ein unterhaltsamer Trash-Film. Werbefilm. Werbefilm, ja. Ja. Genau. Ja, die Navy ist schon cool. So, Trailer. Trailer, was hatten wir? Bekannt waren Lockout, Avengers und Man in Black. Ja. Unbekannt war The Cold Light of Day, ein Film mit Bruce Willis und Sigourney Weaver. Den werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall sehen, denke ich mal. Also hat mich auch völlig überrascht, habe ich nichts von gewusst von diesem Film. Ich meine, es ist ein relativ klassischer Agenten-Thriller. Ich denke auch, ja. Aber er hat Sigourney Weaver und Bruce Willis. Und seitdem Bruce Willis in Red aus seinem drehenden Auto ausgestiegen ist und geschossen hat, liebe ich ihn umso mehr. Ja, echt. Ich meine, er ist Bruce Willis. Er ist Bruce Willis, er ist John McClane, er ist einfach awesome. Eben, genau. Also, und mehr hatten wir nicht, ne? Batman. Ach ja, Batman, The Dark Knight Rises. Auch sehr guter Trailer einfach und, ich freue mich auch. Und auch wirklich interessanter Konterpunkt zu den Avengers, also die ja nun sehr bunt sind und sowas. Und Dark Knight wird, glaube ich, also ich hoffe, Batman stirbt. Ganz einfach. Ja. Gut. Noch was? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Gut. Ich winke nicht in die Kamera, falls du das wieder willst. Okay, gut. Aber du kommst näher. Ich komme näher, okay. Ja, um sie dir zu entreißen. Bis zum nächsten Fum-Film-Vlog. Fum-Film-Vlog. Wahrscheinlich zu den Avengers. Den Avengers.